Willkommen zurück hier zum CubeDun Server Let's Play Episode 28 dürfte das sein. Als erstes gleich mal eine Entschuldigung, dass in letzter Zeit das etwas drunter und drüber gegangen ist mit den Uploads. Mein Upload-Server, sage ich jetzt mal, hat relativ viel herumgesponnen. Aber jetzt sollte das Ganze behoben werden, ich hoffe. Es funktioniert soweit jetzt. Heute dürfte, also wenn die Folge rausgeht, dürfte Freitag der 12. sein. Glaube ich zumindest. Aber ist jetzt auch egal. Naja. Wie ihr seht, HD Spezies wird gerade reingeimpft und hier kommt man dann tolerant rein. Ich habe im Keller unten den Dings zwar schon aufgebaut, aber noch nichts angeschlossen, vor allem weil wir hier noch eines runter müssen. Und so irgendwas wollte ich also auch mit dieser Episode hier jetzt machen. Es war mehr wieder eine Spontanaufnahme, sage ich jetzt mal. Der Quarry ist auch gelaufen. Also ich war meinen, sagen wir jetzt mal. Und wie ihr seht, 141 Gold, wobei ich da denke ich bald mal was hergeben muss für die Mitte. 8000 haben wir noch, jo, da können wir schon noch ein wenig. Wenn wir dann die Goldbienen, diese Glittering haben, dann ist es ja sowieso überhaupt kein Problem mehr. Der wurschtelt auch schön dahin, sehr schön, sehr schön. Ja. Dann machen wir was für unseren Alveri da unten, für unseren Breeding Alveri. Für den hier, der bekommt noch zwei solche Mutator. Und irgendwo da unten 5 Frame Housings. Hier habe ich schon mit dem zweiten begonnen. Was fehlt uns? Ach so. Wax. Na komm. So. Zack. Also Mutator. Brauchen noch 2 Mutator. So. Gold, Diamant und Alveri Blöcke. Ups, 1 und 2. Hoch da. Rein da. Dias. 4 und... Ups. Gold. 1, 2, 3, 4. Na komm, leg's wieder rein. Ja, aktuell. Wartet mal eben. Synchronisation anhalten vorerst mal. Dann sollten wir weniger Legs bekommen. Und zack, und zack. Da brauchen wir jetzt noch mehr Uran. Ich hoffe mal, wir haben noch einiges. Schaut es neben dem Jetpack aus. Ach, das ist doch voll. Uran. Sehr schön, da können wir euch 2 Sticks rausnehmen. Ohne Problemchen. Interessant wäre fast auch ein Atomreaktor. Da wir wahrscheinlich im Singleplayer nicht mehr dazu kommen, einen zu bauen. Mutator und jetzt diese Frame Housings. Frame. Ach, Golden Tubes, Alveri Blöcke und Eisen. Reißen wir hier mal raus. Na komm. Danke sehr. Vier und Nummer 5. Dann brauchen wir Schokoladenframes, 5 davon, hätte ich gesagt. Zack. Gold war jetzt da die Sache. Gold. Redstone. Und Eisen wäre auch nicht schlecht.
Oh, und Glas für den Fembryonic Fabricator sollte man vielleicht auch dabei haben. Vielleicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe jetzt ein paar mehr gemacht. Ist ja auch egal, wir werden es sicherlich brauchen. Glas können wir auch wieder mitnehmen. So geht's wieder weg, das Gold, sage ich jetzt mal. Zack. Zack. So. Geht er ganz schön schnell dahin. Und zack, 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 zack. Dann überall so ein Schokoladendings rein. Zack, sehr schön. Oh, da sind noch Rocky Combs drinnen. Sind die hier schon beim Exportieren eingespeichert? Nee, kann man gleich dazu. Und weg damit. Die Meadows Bees müssen wir uns gleich anschauen dann, denn die haben noch nicht dieses Cave-Dings. Habe ich gesehen. Einmal rausnehmen. Runter in unsere Breeding Machine. Das ganze Uran aus dem Mutator raus, sonst wird da gar wer weiß was daraus. Und rein damit. Und jetzt sollte sie beim nächsten Mal, wenn der Cycle durchläuft, sofort sterben. Zumindest rein theoretisch. Denn so sollte dieser. So sollten diese Frames wirken. Sonst basteln wir halt hier noch drei. Hier noch drei dran. Dann soll es wirklich verdammt schnell gehen. Oder hier dann noch auch zwei. Also da fällt uns sicher was ein, falls uns das zu langsam ist. So. Jetzt wäre es dann Zeit, dass der Zyklus durchläuft. Wie schaut's? Ach so, hier fehlt uns auch das Wachs. Ah. Ich kann ja auch probieren, das Fast Productivity Serum reinzuschuppen, das ich oben habe. Ist ja was in der Zwischenzeit? Gehen wir mal auf Jagd in das Ende. Denn ich brauche Enderperlen, damit wir noch so einen Tesseract craften können. Da ist. Weil ich will nämlich bei der Farm drüben nicht extra eine Leitung rüberziehen, da werden wir einfach ganz einfach einen Dings anhängen, einen Tesseract. Da müssen wir noch schauen, vielleicht nehme ich auch diese Birkenbäume hier. Wie hoch werden die? 1, 2, 3, 4. Ach, auch sechs Blöcke und einer drüber ist sieben. Ich weiß nämlich noch nicht, welche Bäume ich in die Farm reinschoppe. Ach so, wartet mal, das Endportal, so waren das. Ach ja. Es ist mittlerweile auch schon relativ spät, naja, relativ spät. Viertel nach acht ist, 20 nach acht. Am Abend. Aber ich bin um halb sechs vom Arbeiten heimgekommen und ich bin natürlich schon ziemlich müde. Ich hoffe aber, dass euch das nicht zu groß stört. Immerhin rede ich heute verdammt viel, fällt mir, glaube ich zumindest, sagen wir so. Naja. Ach ja, das ist auch ein Grund, warum das Ganze in letzter Zeit so leicht unregelmäßig gekommen ist. Ich arbeite jetzt seit. Ja, seit Montag, seit 8. Juli. Den ganzen Juli, dann den August bei einer anderen Firma.
Also Praktikum mache ich halt, beziehungsweise Ferialjob, falls ihr das kennt. Und bei der jetzigen Firma, die ich jetzt im, bei der ich jetzt im Juli bin, ist es so, dass ich von 7 bis 5 arbeite, also von 7 in der Früh bis 5 Uhr Nachmittag, natürlich mit Pause zwischendurch, mit Mittagspause und kleineren Pausen. Und bei der anderen wird es dann so sein, da werde ich dann, wenn ich mich recht erinnere, von 9 bis 6 arbeiten. So, 9 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends. Da habe ich dann abends kaum mehr Zeit, irgendwas zu machen. Aber ich hoffe, dass ich da dann vielleicht, wenn ich um 7 oder so aufstehe, dass ich am Vormittag noch was zusammenbringe. Und nicht erst nur am Abend. Alter Schwede, das Geräusch habe ich noch gar nicht gehört gehabt. So, einen brauchen wir noch. Jo, jo. Wenn wir Glück haben, hält das Schwert hier, der Dolch, glaube ich, ist die korrekte Übersetzung noch. Ach komm, ach, da liegt ja eine. Spawn, so. Und wie ihr gleich in einem der letzten Videos gesehen habt, hat mich einer angeschrieben, hier in-game, ich soll doch bitte die boah, Dings hochdrehen. Ich muss hier eben neu reingehen. Ja, ich soll mal die Bitrate hochdrehen. Das werde ich jetzt dann auch machen. Also mit dieser Episode wird es beginnen. Voraussichtlich, wenn ich nichts vergesse. Aber normalerweise schon. Also dann habt ihr ein wenig mehr, beziehungsweise einfach nur höher kodiert dann. Das ist natürlich für mich mehr Aufwand, da der Upload jo, einiges länger dauern wird. Achso. Logout-Time. Upsi, schauen wir einfach mal. Spiel also. Ja. Egal. Runter wieder. Oh, die Biene ist gestorben. Was für ein Wunder. Hätte ich ja jetzt nicht damit gerechnet. Ach ja. So, ich behalte mir dann eine Drohne und eine Prinzessin. In die schmeiße ich dann das Cave-Zeug weg rein. Ah, ist ja alles voll. Cave. Wo ist denn das? Rainfall Cave, sehr schön. Dann schauen wir noch kurz wegen der Produktivität von diesen. Sehe ich das denn etwas? Speed fast, Lifespan shorter. Okay, dann eben. Dann sind wir schon ziemlich ausgemaxt. Hä? Ach. Er packt gleich wieder Inventory Tweaks rum. Habe ich eigentlich schon das Diligent Serum? Ja, Diligent habe ich schon. Cool. Muss immer 13 Minuten. Gut, gut, gut. Dann machen wir noch den Tesseract. Tesseract. Diamant, Zinnhardenetz, Glas. Oh, da haben wir auch wieder einige. Zinn. 1, 2, 3, 4, genau. Ach, da. 1, 2, 3, 4. Rest. Kommt da rein. Zack, zack, zack. Liquid Transposer einmal auffüllen. Dann Energy, was brauchen wir noch? Elektrum, Silber, 2 Elektrum, 2 Silber, 2 LED. Zweimal.
Upsi. Zweimal. Zweimal und zweimal. Na komm, gib Gas. Die sieht ziemlich voll. Wie schaut's hier aus? Ja, also wir fressen da einiges an Energie. Ach ja, gut, dass wir am Fusionsreaktor hängen. Den es hier einen Dampfkessel gibt. So, gib Gas. Zack, fertig ist er. Einmal Klick und fertig ist er. Runter. In den Keller. Ich hoffe mal, das war jetzt die Gearbox hier. Receive only, zack. Jetzt müssten wir Strom haben, kann ich natürlich jetzt nicht erkennen. Oh, da fällt mir ein, wir brauchen noch Stone Bricks für den Boden. Schauen wir mal. Ja, das sind natürlich zu wenig. Leider, aber egal. Können wir noch ein paar nachcraften. Jetzt reißen wir hier noch eine Partie beim Boden raus. Habe ich noch eine Spitzaxt? Ja, habe ich noch dabei. Und dann muss ich auch schauen, wie ich da das ME-System anschließe. Ich will nämlich das öffentliche anschließen, damit die Leute Zugriff auf das Holz haben. Ich glaube, wir hatten ja hier in Dampfkessel schon mal eine öffentliche Farm, aber keine Ahnung, was mit der passiert ist. Ich weiß nur, dass das Holz langsam am Leerwerden ist. Ja, ich sehe Quarz im Boden. Einmal gleich rausholen. Ach ja, hier ist ja unsere Wasserversorgung, da ja der Dings, also das Zurückwerfen war immer zu teuer. Wie hieß es? Ich wollte jetzt erst diesen Aqueous Accumulator machen. Habe ich dann aber doch umentschieden. Habe ich das aufgenommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann sein, ich weiß es nicht. Wenn ja, dann sorry, dass ich es euch nochmal erklärt habe. Wenn nicht, ja, jetzt wisst ihr es auch. So, damit wir wissen, was rausgeht mit dem Zeugwerk. Zack, zack. Na komm. Ich hoffe mal, die Bäume wachsen hier unten überhaupt. Bei den hellen Lichtverhältnissen, das wir haben, sonst reiße ich oben. Ach so, ja. Ich kann oben den Boden nicht rausreißen. Sonst wachsen uns die Bäume irgendwo hin. Ach, geht sich ja doch aus, wie es aussieht. Sehr schön. Dann werde ich mir jetzt mal aus dem öffentlichen System ein paar, also einen Stack Fertilizer holen. Was haben wir hier für Setzlinge? Ach, Birch Setzling, sehr schön. Dirt wäre auch nicht schlecht. Upsi. 3, 4, 5. Und da waren, glaube ich, Fertilizer. Fertilizer. Und Birkensetzlinge. Sehr schön. Runter in den Keller wieder. Nee, jetzt Halleluja. Ah.
Zack. Titili. Eine fertige Farm. Sehr geil. Ui, wir sind auch bei den 20 Minuten, sehe ich da gerade. Ich bastel hier noch ein paar Fackelchen hin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, die ich dann wahrscheinlich heute nicht mehr aufnehme. Aber gut, das war jetzt die Freitagsepisode, die war noch wichtig für diese Woche. Dann kann ich am Wochenende entspannt aufnehmen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann.